Hallo meine Liebe, ich begrüße dich ganz herzlich bei deiner gebuchten Dreieckslegung. Starten wir gleich los und schauen uns mal das an, was deinem Herzensmann an dir hält. Und hier ist der Bauch gefallen. Der Bauch bedeutet, ja, dass etwas heranwächst, die Planung, die Vorbereitung. Also er hat hier auch ein sehr gutes Bauchgefühl, sagt hier uns auch diese Karte, und es hält ihm die Karte, da steht ja auch 6 drauf, also auch hier die Anziehungskraft, und hält ihm an dir. Dann haben wir hier noch die Wurzeln, das heißt, etwas wird sich fest verwurzeln, festigt sich ein Wachstum, die Stabilität, die Standhaftigkeit, den starken Halt. Also er hat hier schon das Gefühl, dass mit dir hier etwas am Entstehen ist, dass du ihm sehr viel Kraft auch gibst, sehr viel Halt, und das hält ihm auch an dir. Und wir haben hier auch noch die Kutsche, das bedeutet Aufbruchstimmung, unternehmenslustig, Fortschritt. Also es hält ihm quasi an dir. Die feste Verwurzelung sowieso. Er fühlt sich bei dir sehr stabil. Du gibst ihm Halt. Er hat auch das Gefühl, dass mit dir hier etwas im Entstehen ist und dass ein Fortschritt bei euch beiden reinkommt. Das hält ihm hier quasi an dir. Schauen wir uns jetzt an, was ihm an seiner Partnerin hält. Und hier haben wir die Gespräche, die Kommunikation. Dann haben wir hier die Erfüllung, das große Glück, die Dankbarkeit. Er ist ihr auch dankbar. Wahrscheinlich können die beiden auch wirklich sehr gute Gespräche führen, und auch wirklich die Dankbarkeit hält ihm an ihr. Und wir haben hier noch die Sonne für Positivität, Kraft, Stärke, Wärme. Also er kann ihr offensichtlich hier sehr viel oder verdanken, ja. Und auch die Gespräche, die er mit ihr führt, sind anscheinend sehr positive Gespräche. Und das hält ihm auch an ihr. Und das ist natürlich eine verzwickte Situation. Schauen wir uns die Gefühle an. Und das ist nämlich sehr, sehr interessant. Die Gefühle zu dir. Und hier ist das Herz gefallen. Also er hat hier definitiv Gefühle für dich. Und wir haben hier auch noch die Hand, die ja hier bedeutet Verantwortung übernehmen, etwas loslassen, sich befreien. Es kann natürlich auch sein, dass er versucht, sich von der Liebe zu dir zu befreien, weil er ja auch irgendwie merkt, dass so eine Dreiecksgeschichte nicht gut tut. Und wir haben hier auch noch den Einbruch, der bedeutet Enttäuschung, Zerstörung, Zusammenbruch. Also hier sieht es wirklich so danach aus, dass er Gefühle für dich hat, aber dass er diese Gefühle einfach nicht zulässt, dass er sich am liebsten von diesen Gefühlen befreien möchte und hier auch die Liebe auch irgendwie in den Verlust bringen möchte. Also hier kann man klar sagen, er hat Gefühle für dich, aber er lässt diese einfach nicht zu. Er möchte diese am liebsten loswerden. Ja, aber Gefühle sind nun mal da. Schauen wir uns die Gefühle zu seiner Partnerin an, und hier ist gleich die erste Karte, die Behörde, gefallen, und die Behörde bedeutet ja immer ja die Öffentlichkeit. Und weil ich hier auch noch das Liebespaar habe, schaut es so aus, dass er nach außen hin alles super toll in Ordnung haben möchte. Das Liebespaar bedeutet ja auch Familie, Privatleben, Zugehörigkeit. Er fühlt sich also ihr auch zugehörig. Wir wissen ja schon, er ist ihr hier offensichtlich etwas dankbar, und nach außen hin möchte er dieses perfekte Liebespaar abgeben. Dann haben wir noch den Zug, der bedeutet Reise, unterwegs zu seinem Ziel sein. Also es ist sein Ziel, auch auf emotionaler Ebene, das Ganze aufrechtzuerhalten, so wie es jetzt ist. Am liebsten würde er sich von den Gefühlen zu dir, würde er diese Gefühle zu dir einfach abschalten, geht ja nicht. Und er ist quasi schon unterwegs, und er möchte hier so diese Liebesbeziehung mit seiner Partnerin hier auch auf emotionaler Ebene aufrechterhalten. Als erster Linie schon mal wegen der Öffentlichkeit. Ja, nach außen hin alles super toll in Ordnung. Und weil er ihr hier irgendetwas zu verdanken hat. Was immer das auch sein mag. Denn das hält ihn ja an ihr. Und natürlich hier auch die Öffentlichkeit, und das ist auch sein Ziel, denn der Zug bedeutet ja auch Ziel. Es ist sein Ziel, das öffentlich weiter aufrechtzuerhalten, und das würde er nur schaffen, wenn er hier die Gefühle zu dir loslässt. Aber Gefühle sind
da und da kann man sich noch so wehren, ja, aber das sieht hier wirklich so danach aus, dass er wirklich die Gefühle zu dir am liebsten abstellen möchte. Schauen wir uns jetzt an, was er über dich denkt. Und hier haben wir den Stress, die Aufregung, Druck, Überforderung. Vielleicht machst du ihm auch ein bisschen Druck oder du wirkst auch ein bisschen gestresst, dass dich diese ganze Situation auch überfordert. Ja, das ist ja das, was er an dich, über dich denkt. Dann haben wir hier die Prinzessin. Das kann natürlich eine Tochter bedeuten. Ich weiß ja nicht, ob du eine Tochter hast, wo es hier Stress gibt, aber sonst bedeutet hier die Karte der Prinzessin auch etwas Neues. Er hat das Gefühl, dass du dir gerne etwas Neues mit ihm wünschst, aber dass dich die ganze Situation hier überfordert, dass dich das Ganze auch stresst. Und wir haben hier noch die Verletzungen. Also etwas oder jemanden verletzen, Schrecken. Ihm ist also schon bewusst, dass du ein bisschen verletzt bist. Das wirst du hier offensichtlich auch nach außen hin zeigen, ja, dass du gestresst bist und verletzt bist. Kann natürlich wirklich sein, wenn du eine Tochter hast, dass das auch der Grund ist. Ansonsten, wie gesagt, bedeutet diese Tochter einfach auch etwas Neues. So denkt er über seine Partnerin und hier haben wir die Sanduhr. Das bedeutet Kurzlebigkeit. Oberflächlichkeit, ja, kurzer Effekt. Also das passt ja sehr gut zu dem Ganzen hier. Er möchte mit ihr das aufrechterhalten, aber er sieht das Ganze auch als sehr oberflächlich. Und da ist er hier auch sehr zuversichtlich, beziehungsweise auch das, was er über seine Partnerin denkt, ja, dass sie auch sehr, sehr oberflächlich ist. Dass sie zwar hier noch Vertrauen hat in die ganze Partnerschaft, aber dass das Ganze eben mit ihr auch sehr, sehr oberflächlich ist und so denkt er auch über sie. Ja, dass auch sie hier zwar zuversichtlich ist, aber eher so in Richtung Oberflächlichkeit geht. Und dann habe ich hier noch die Schriftrolle, die steht ja für Kommunikation. Das heißt, sie ist hier offensichtlich ein Mensch, der wirklich noch Hoffnung in der Kommunikation sieht. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja auch sehr oberflächlich und er hat von ihr das Gefühl, dass sie wirklich hier noch Hoffnungen hat und auch mit einer Kommunikation versucht, weiterzukommen. Schauen wir uns jetzt an, wie es bei euch beiden weitergeht. Hier haben wir die Schatzkiste und das steht für Wohlstand. Jemanden oder etwas ist wie ein wahrer Schatz. Also ihr beide werdet erkennen, dass der jeweils andere für euch ein wahrer Schatz ist. Aber weil wir hier die Karte der Krankheit haben, der Erschöpfung, abwarten, umdenken, festsitzen, heißt das auch für mich, dass man das auch nicht wahrhaben möchte, dass man den Schatz quasi vor Augen hat. Vor allem er. Also er möchte das hier auf jeden Fall nicht wahrhaben. Dann haben wir noch die Angst. Schau her. Das ist auch die Ursache, warum er so ist. Ängste, Zweifel, Unsicherheit. Dann haben wir hier noch das Rad des Schicksals, also das ist ja auch eine schicksalhafte Lernaufgabe. Dann haben wir hier noch die Ritterin, das bedeutet Ex-Freundin oder hier auch eine gleichaltrige Frau, Schwester. Sonst bedeutet hier die Ritterin einfach kämpfen, ja. Es ist schicksalhaft noch dafür auch noch zu kämpfen, auch wenn die Ängste da sind. Dann haben wir hier noch den Prinz. Das kann natürlich hier auch ein Sohn sein, aber sonst bedeutet hier dieser Prinz auch etwas Neues. Und wir haben hier die Lösung, also Befreiung, Loslösen, Heilung, Klarheit. Die Klarheit kommt hier auf jeden Fall bei euch beide rein. Es sieht aber so aus, dass er das einfach aufgrund der Ängste nicht zulässt. Er lässt es nicht zu, dass er den Schatz hier quasi vor Augen hat. Aber das ist ja auch, wie gesagt, eine Lernaufgabe. Es ist die Lernaufgabe, hier auch noch darum zu kämpfen. Und es wird auf jeden Fall die Klarheit zwischen dir und ihm reinkommen. Es ist halt so, dass er wirklich komplett gegen seine Gefühle versucht anzukämpfen. Schauen wir jetzt an, wie es bei ihm und seiner Partnerin weitergeht. Hier haben wir den Mangel, die Unzufriedenheit. Ja, also in dieser Partnerschaft sind beide hier offensichtlich auch sehr unzufrieden. Dann haben wir noch das Geschenk, die Versöhnung. Und weil ich hier daneben auch die Welt habe, ja, die auch für Öffentlichkeit steht, wird man sich immer wieder wegen der Öffentlichkeit zusammenraufen. Aber trotzdem ist und bleibt man unzufrieden, wenn die Türe quasi verschlossen ist, ja, wenn die Welt quasi weg ist, ist man unzufrieden. Und wenn die Haustüre aufgeht, man geht raus, tschak, alles in Ordnung, ja, geht man nach Hause, Türe zu, Unzufriedenheit.
Dann haben wir noch das Wissen, die Weisheit. Also die beiden wissen, was Sache ist, ja, dass in der Ehe hier etwas nicht mehr in Ordnung ist. Aber sie versuchen es aufgrund dieser Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Dann haben wir noch die Zeitspirale. Das bedeutet langsamer Wachstum, reifende Erkenntnis. Also sie werden noch mehr das Ganze erkennen, was in ihrer Partnerschaft nicht in Ordnung ist. Dann haben wir noch die Freundschaft, die Treue, also sie werden auch freundschaftlich weiterhin miteinander umgehen und sie werden auch dieser Situation treu bleiben. Also hier wird keine Trennung stattfinden. Sie werden dieses Schauspiel nach außen öffentlich, also weiterhin leben. Und wir haben hier noch den Herrscher, das bedeutet ein Vater, ein älterer Mann. Vielleicht hilft oder unterstützt ein älterer Freund auch das Ganze, ja. Und es bedeutet ja auch hier diese Karte etwas Größeres geben oder dafür etwas tun, ja. Die beiden scheinen so zu sein, dass nach außen hin ein perfektes Paar abgeben zu wollen, was aber hinter verschlossenen Türen die Unzufriedenheit ist. Und so sieht es einfach jetzt aus, dass es mit den beiden dieses Schauspiel unter Anführungszeichen weitergeht. Er wird leider Gottes hier gegen seine Gefühle ankämpfen. Wie lange er damit noch klarkommt, sei so dahingestellt. Aber auf jeden Fall wird zwischen euch jetzt mal die Klarheit reinkommen. Vielleicht bringst du auch die Klarheit rein, indem du sagst, hör mal, was möchtest du eigentlich von mir? Sprich Klartext. Ja, aber so wie es hier aussieht, hat er ihr anscheinend viel zu verdanken. Nach außen hin möchte er diese Partnerschaft aufrechterhalten und möchte einem am liebsten die Gefühle zu dir unterdrücken. Und so wie es hier aussieht, wird er das hier auch tun. Aber wie gesagt, das ist hier auch eine schicksalhafte Lernaufgabe. Und er möchte einfach nicht erkennen, was für einen Schatz er quasi hier vor Augen hat. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung helfen. Wenn du noch Fragen hast, schick mir einfach eine Mail. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.